Jetzt geht es um einen Sticktrick, den ich in einem Pattern gespielt habe bei dem Playmobil-Stück Treptower Park. Das geht so. Oder so ähnlich. Also, bei dem Sticktrick dreht sich der Stick um den Finger. Und zwar funktioniert es so. Ich brauche den Rebound. Das heißt, ich hau auf das Fell und das Fell bringt den Stick zum Retournieren. Ich nehme den Daumen weg. Wenn der Stick das Fell berührt, lasse den Zeigefinger als Achse stehen und der Stick kommt nach oben, drückt gegen den Zeigefinger und kriegt eine Aufwärtsbewegung. Die ist erstmal nicht besonders kontrolliert. Es geht aber um den Impuls. Es geht darum, den Impuls, wie man beim Ballwerfen den Ball loslässt irgendwann, wie man, wenn man sich die Hände gewaschen hat und es ist kein Handtuch da und kein Papier, um sich die Hände abzutrocknen auf der öffentlichen Toilette und man hat einen Finger an den Fingern, so einen Wassertropfen, man will den wegkriegen. Das macht man auch so. Man schüttelt die Hand aus. Und genauso schüttelt man die Hand hier auch aus beim Spielen. Man will den Stick wegkriegen, lässt aber den Zeigefinger stehen. Und kriegt eine Umdrehung raus. Geht auch mit der linken Hand. Oder abwechselnd. Singles. Oder ich spiele den als ersten Schlag von 3/8 Triolen. Oder mit Flam. Oder mit dem Roll davor. Einfach Sachen ausdenken. Er funktioniert auch auf anderen Untergründen ganz gut. Der Stick trägt zum Beispiel auch das Snare. Erstes Tom ist auch ganz okay. Beim 14er Standtom wird es echt schwierig. Muss man ganz schön raufdengeln. Hi-Hat, Crashbecken funktioniert nicht so gut. Reitbecken. Wunderbar. Wenn der Stick hochfliegt, kann ich mit der rechten Hand nicht weiterspielen, weil der Stick ja nicht da ist. Ich muss ihn erstmal wieder auffangen. In der Zeit kann ich mit der linken Hand spielen, zum Beispiel um ein Achtel-Pattern auf dem Reitbecken hinzukriegen. Im Rhythmus mit Bassdrum, Snaredrum wäre das. Mit der linken Hand kann ich auch auf der Snare den Stick-Trick spielen. Wäre. Sechs Achtel, 12 Achtel eignen sich auch ganz gut dafür. Und ich kann mehr Umdrehung machen. Wenn ich mehr Umdrehung mache, also noch da drauf dänge und der Stick dreht sich öfter, habe ich nicht mehr so eine Kontrolle, dass er wirklich eine volle Umdrehung macht oder 2, 3, 4, sondern manchmal 1,5, 2,5, 3,5. Dann kommt der Stick manchmal so an. Nicht mit dem Tipp, sondern mit der Rückseite vom Stick. Und dann klingt das Reitbecken nicht mehr so gut. Und dann versuche ich ihn umzudrehen, indem ich zum Beispiel den Stick eine halbe Umdrehung in die Luft werfe und von der falschen Seite auf die richtige komme. Mal gucken. Das war's von mir.